Christian. Bis morgen. Ja, bis morgen, ja? Ich komme mit den Kindern. Ja. Gut. Setz dich mit Schwan. Hallo. Hallo. Wo seid ihr? Hallo? Jimmy? Savannah? Wo ist Jimmy? Ich dachte, er ist schon zu Hause. Na, eben nicht. Indianer, Junge, dumm wie Brot, hat sich mal wieder versteckt und nicht mitbekommen, dass das Spiel schon längst zu Ende ist. Ja, ja, geh du mal lieber rein. Hey, Abi. Abi? Jimmy! Wiebke. Ah, ich suche Jimmy. Hast du ihn gesehen? Nee. Jimmy! Jimmy! Christian, was ist los? Ich kann Jimmy nicht finden. Was? Er ist weg. Wie weg? Ja. Jimmy! Hast du irgendwas gesehen? Nein. Ich habe ihn natürlich auch nicht gesucht. Jimmy! Jimmy! Geh hier lang! Ja. Jimmy! Leo! Leo? Die sind voll schlapprig geworden. Die waren nicht schlapprig, als ich dich das erste Mal gerufen habe. Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Ich chatte. Und mit wem? Freunden. Dir ist schon klar, dass Menschen aus den sozialen Medien keine realen Freunde sind. Naja, vielleicht in deiner Welt. Was heißt das jetzt? Du hast halt eine veraltete Vorstellung von Realität. In meiner Realität nehme ich dir jetzt gleich das Handy weg, okay? Du bist in letzter Zeit auch ständig online. Was machst du denn die ganze Zeit? Arbeiten. Hallo? Noch immer gibt es keine Spur, die auf den Verbleib des 7-jährigen Jimmy Russ hinweisen würde. Seit 38 Stunden läuft die groß angelegte Suche im Raum Kronsgard nach dem Jungen, der aus seinem Feriendorf verschwand. Ich suche normalerweise nach Schwerverbrechern, nicht nach verirrten Kindern. Ich habe Arne die Leitung der SOG übergeben. Ich möchte einfach mal einen Überblick verschaffen. Mhm. Kannst du dich noch an den Fall Paula Breitkreuz erinnern? Das Mädchen, das mitten am Tag vom Schulhof verschwand. Ja, war das nicht ganz hier in der Nähe? Ja. Es gab damals keine einzige Spur und Arne hat sie nach 23 Tagen einfach gefunden. War eine Sensation. Ja. Aber scheiße, ist 100 Jahre her. Legenden sterben nicht. Arne!